Und da sind wir wieder. Also, weiter geht's. Okay, ich habe keine Unterbrechung gemacht. Ich mache jetzt eine Season. So, zuerst wollte ich gucken, was hier unten ist. Es ist hier so unheimlich. Sicher, dass ich hier lang gehen soll? Ohne meine Füße bewegen. Also ich schreib mich noch nicht. Ich glaube, jetzt soll ich es über oben spielen. Was passiert, wenn ich nochmal gehe? Nur aus Kuriosität. Es ist gefährlich, hier zu spielen. Aber es klingt nur gefährlich. Es ist kühl hier. Du wirst dir eine Kälte holen. Ich will noch mehr Ausreden hören. Es ist staubig hier. Du wirst dir einen Husten holen. Es gibt hier nichts zu sehen. Möchtest du ein Buch lesen? Ich kann keine Bücher lesen. Oder ich habe schon alle gelesen. Ich mag das Spiel nicht, was du spielst. Einmal noch. Warum möchtest du nicht in den Garten gehen? Okay. Ich möchte gucken, wie viele Ideen ihr noch einbringen. Wirklich jetzt. Okay. Okay, ich geb's auf. Ich kann es nicht länger machen. Es tut mir leid. Meine letzte Kalender von Beginn auf 2018. Okay, ich muss es noch einmal versuchen. Aber bevor was Schlimmes passiert, ich glaube, ich speichere lieber mal. So, schön klein aus. Gibt's dir das Gefühl von Entschlossenheit, weil es hier in diesen Ruinen ist. Einmal will ich es nur versuchen. Sie sagt nichts mehr. Sagt sie jetzt wieder nichts mehr? Okay, ich glaube, jetzt wissen nichts mehr, noch so Punkt, Punkt, Punkt. Ach man. Vielleicht sollte ich sie auf ansprechen. Oh, hallo. Willst du das Buch hören? Es ist, es nennt sich 72... Benutzung von Schnecken. Gibt es zu viel Benutzung von Schnecken? Ich würde gerne wissen, was man als Schnecken benutzen kann. Also manche essen sie, manche machen daraus Farbe, aber noch mehr. Wie wär's? Sicher. Hier ist ein interessanter Schneckenfakt. Wusstest du, dass Schnecken... Was? Schreckliche Schuhsohlen abgeben? Interessant. Ja. Nun. Sag irgendwas Bescheid, wenn dich irgendwas beschwört. Was ist das? Nichts! Wenn du irgendwas brauchst, warte. Was ist das? Wie sieht es aus, aus dieser Ruine rauszukommen? Möchtest du nicht aus dieser Ruine rauskommen? Ich habe etwas zu machen. Hier bleiben. Achso, ich habe etwas zu tun. Bleib bitte hier. Wo ist sie hin? Komisch, das war anders. Ich mag die Musik trotzdem. Ja, trotzdem warum? Warte, ist das vielleicht in diesem Zimmer da hinten? Hast du immer noch Häuser? Komisch. Jetzt ein anderes Spiegelbild? Nia wird mich ernst nehmen, ich bin T-Shirt-Man. Okay.
Vielleicht ist sie ja doch hier unten. Vielleicht bringt sie mich wieder zurück, wenn ich herkehre. Ach ja. Haben wir es gehört? Tut mir leid, ich muss meine Nase bucken, wollte es nicht zeigen. Nächstes Mal putze ich meine Nase, während ihr es hört. Denn sonst passieren seltsame Dinge. Ich habe ein ungutes Gefühl, ihr näher zu kommen. Ich putze nochmal meine Nase, vielleicht zur Sicherheit. Auch wenn es unhöflich ist, aber ich habe benutzt wenigstens Taschentücher. Auch wenn ich eigentlich nichts brauche. Nein, Du wünschst zu wissen, wie man nach Hause kommt, nicht wahr? Vor uns liegt das Ende der Ruinen und hier ist es staubig, kalt und gefährlich und nichts. Du hast gesagt, es gibt hier nichts zu sehen und das ist das Ende der Ruinen. Ein Einwegausgang zum Rest des Untergrunds. Ich werde es zerstören. Was? Wieso? Niemand wird bis jemals wieder zurückkommen. Daraus kommen. Sei ein gutes Kind, geh hoch. Aber das geht doch nicht. Du kannst doch nichts kaputt machen. Toriel, mach's nicht kaputt. Jeder Mensch, der hier runterkommt, erleidet dasselbe Schicksal. Ich habe es wieder und wieder gesehen. Sie kommen, sie gehen, sie sterben. Du naives Kind. Wenn du die Ruinen vergehst, Day, also sie, Asgore, werden dich umbringen. Das eins, was dich verteidigt, verstehst du? Geh in dein Zimmer. Aber warum kämpft Asgore? Ich gehe ihn fragen. Toriel, du hast mir beigebracht, ich soll sprechen. Ich soll mit anderen reden und Lösungen finden, statt zu kämpfen. Also werde ich ihm schon entgehen, wenn ich mit ihm spreche. Versuch mich nicht aufzuhalten. Das ist deine finale Warnung. Das ist Tor. Gut, die Stimmung ist böse. Aber hey, Toriel ist nett, die wird mich schon nicht umbringen, oder? Oder? Toriel wird mich nicht umbringen, oder? Nein, bestimmt nicht. Du möchtest so sehr raus. Oh, die sieht ein bisschen böse aus. Du bist so wie die anderen. Denn es gibt nur eine Lösung dafür. Beweise dich. Beweise dich, du bist stark genug zu überleben. Okay, wenn es jetzt wieder so ein Kampf ist wie gerade, ich bin schrecklich in diesen Kämpfen. Ich brauche bestimmt irgendeinen Bot dafür oder sowas. Ich bin echt nicht gut darin. Oh. Die Musik. Toriel, sprechen. Du kannst nicht, dir fällt nichts ein, was du mit ihr drüber sprechen würdest. Toriel schaut dich. Du versuchst etwas sprechen, aber es geht nicht. Beschau dich. Ich esse den Donut. Das ist ein Glück. So, trinken wir nach. Sprechen. Ironischerweise scheint es in dieser Situation nicht die Möglichkeit. Au. Toriel benimmt sich komisch. Check. Toriel knows best for you. Ich lache mich selbst aus. Sprechen! Im Fall scheint nicht die Lösung zu sein. Was ist denn das? Dann! Schaut dich, verschonen. Schaut dich.
Ah, Lisali. Gut, Und auch schon. Cool, du schaut dich. Nein. Verschont, hm? Eieiei. Sie bereiten ein magischer Kraft vor. Verschont. Was machst du? Nein, sprechen hilft nicht. Jedenfalls, ich spreche nicht. Ich muss weiter hier. Ja. Greif an oder geh weg. Also sie hat schon wieder einen Arsch. Schade, warte. Ich esse keinen Kuchen. Selten bestimmt. Obwohl, das war keine gute Idee. Ich hätte den Platzbett-Kuchen nicht essen sollen. Nein, das war keine gute Idee. Ich habe das Gefühl, ich hätte einfach nur besser sein sollen. Tore durchschaut dich. Was beweist du diese Weise? Nichts! Geh mal weg. Kämpfen und geh weg. Mach mal ein Stück von Kuchen. Durchschaut mich. Hör auf. Ich bin Shaggy hier. Oh. Auf mich anzubringen. Schau nicht. Geh weg. Oh. Warte, Mensch. Punkt, Punkt. Au. Schau nicht. Ja. Oh. Flüchten? Nee. Ich weiß, du möchtest aussehen, aber. Okay. Ich kann nicht weggehen. Ich kann nicht weggehen. Ich will den Kuchen nicht gegessen haben. Ich will den Kuchen zurück. Ich will den Kuchen zurück. Ich will den Kuchen zurück. Ich werde dich erinnern, dass du. Das ist gut, auf dich aufpassen. Mach bitte die Tür nicht kaputt, okay? Ich weiß, wir haben nicht viel, aber... Sprechen. Ja, okay. Mann, ich habe einen auf die Nase bekommen. Bin ich froh, dass sie mich nicht gegrillt hat. Wir können ein gutes Leben haben. Ja, aber... Verstecken ist nicht immer die Lösung. Tori, verstecken ist nicht immer die Lösung. Man muss mal rausgehen. Und wenn es Böse in der Welt gibt, dann muss man dem Bösen sagen, hey, du machst es falsch, mach es besser. Warum machst du es so schwierig? Ich möchte ein Kuchenstück. Bitte. Bitte. Geh hoch. Ich will gerne hochgehen und ein Kuchenstück holen. Hm? Guck nicht so traurig. Du tust mir leid. Lächerlich, nicht wahr? Ich kann nicht mal ein einziges Kind retten. Verschont. Nein, ich verstehe. Du wirst nur unglücklich sein, hier unten gerecht sein. Die Ruinen sind so ziemlich klein. Und wenn man erstmal dich daran gewöhnt hat, es wird nicht gut für dich, in einen Ort wie diesen aufzuwachsen. Meine Erwartung, meine Einsamkeit, meine Angst. In diesen drei Punkten bist du Drakina ziemlich ähnlich. Für dich, mein Kind, ich werde sie zur Seite legen. Wenn du sicher die Ruine verlassen willst, werde ich dich aufhalten, wie immer auch sei. Wenn du gehst, bitte komm nie wieder. Ich hoffe, du verstehst. Oh.
Kannst du haben stehen. Auf Wiedersehen, mein Kind. Warte, ich will noch einen Kuchen. Hallo. Da bin ich wieder. Ja. Ups. Ja. Die arme Toriel, wo sie ist. Das ist in der Küche. Das ist nicht im Wohnzimmer, sie ist nicht in ihr Zimmer. Vielleicht sind die Renovierungen. Das Zimmer hier ist ja auch nicht. Vielleicht geht sie in ihr Garten. Und das ist gerade traurig. Aber das versteht mich ja. Ich will die Welt retten. Nein, nein, das ist zu viel. Ach man, die arme Toriel. Die wird bestimmt einsam. Tja, und wir, ich, was auch immer, geht durch diese Tür. Den einen Weg, nicht Zurückweg. Ich habe ein ungutes Gefühl. Nein, ich habe mich wieder verlaufen. Toriel! Toriel! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe mich verlaufen. Achso, jetzt kann ich mich orientieren. Da ist der Boden. Hier muss ich weiter. Wo bin ich? Ein Labyrinth. Ah. Ja, oh. Ich muss hier, hier und dann hier und dann hier ist der Ausgang. Super. Ist doch alles gut gelaufen. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Déjà vu. Déjà vu. I've been in this place before. High on the speed. It's not my time to go. I want to go, but I can't go. Flau wie die Blume. Hey Kollege, wie geht's dir? Ich habe ewig gebraucht. Und ich weiß nicht, was du von mir willst. Aber lass es. Clever, sehr clever. Denkst, du bist sehr schlau, nicht wahr? In dieser Welt heißt es getötet oder tötet werden. So hast du deine eigenen Regeln gespielt. Du hast dein Leben von deiner eigenen, von einer Person verschont. Hehehe. Ich fühle, also ich glaube, du fühlst dich wirklich gut, was? Ich wette drauf. Du hast niemanden dieses Mal getötet. Aber was ist, wenn du einen ruchlosen Mörder antriffst, hä? Du wirst sterben. Und du wirst sterben. Und du wirst sterben. Bis du es nicht mehr versuchst. Was willst du dann tun? Willst du aus Frustration töten? Oder willst du... Oder willst du diese Welt komplett aufgeben? Und dann lass mich diese Power, diese Kraft beherrschen. Ich werde der Prinz dieser Zukunft sein. Keine Sorge, mein kleiner Narch. Mein Plan ist ein... Ist ein Regicide. Weiß nicht, was Regicide ist. Klingt nach einem Pokémon. Mein Plan ist nicht Regicide, was auch immer. Das ist so mehr interessant. Weg! Weg, Dämon! Gut, weg ist er. Ich bin kaputt. Boom. Undertale. By Toby Fox. Ich bin Batman. Wo bin ich? Die Musik ist nicht sehr angenehm.
Wow. Es wurde zerstört, als ob es nichts gewesen wäre. Es war ein Monster hier. Oder ich war es. Und irgendwas Zeit ist verrutscht vor. Flowey, bist du das hier? Stalkst du mich wieder? Hallo? Da war was. Da kommen mehr Instrumente hinzu. Langsam klingt das besser. Verstehe. Je näher ich rankomme, desto lauter wird das Geräusch. Oh oh. Ich werde bestimmt von der Brücke stürzen. Durch den Schnee, was ist es? Mensch. Soll ich noch tiefer machen? Mensch. Weißt du nicht, wie man einen neuen Kollegen grüßt? Dreh dich um und schüttel meine Hand. Oh wow. Das klingt sehr sympathisch. Mach ich überhaupt eine richtige Stimme von Typen? Ja, ich spreche vielleicht so mit ihm, oder ich weiß nicht, mal gucken. Ich drehe mich um und gib mir die Hand. Nein! Das ist nicht das... Hey! Dieser alte Furzkissen-Trick. Ich mag deine Musik. Hallo, Skelett, wie geht's dir? Es ist immer lustig. Immer. Du bist ein Mensch, richtig? Das ist einfach witzig. Ich bin Sans. Sans, der Skelett. Ich bin eigentlich dafür, beauftragt, aus Menschen Ausschau zu halten. Aber, du weißt, ich interessiere mich nicht für das Einfangen eigentlich. Nun, mein Bruder Papyrus. Er ist ein menschenjagender Fanatiker. Hey, eigentlich, ich glaube, das ist er da drüben. Ich habe eine Idee. Geh durch dieses Tor schnell. Ja, geh durch. Mein Bruder hat die Barren zu weit auseinander gemacht, als dass es jemanden aufhalten könnte. Ja, sehr gut. Schnell, behand diese praktisch geformte Lampe. Was ist los, Bro? Du weißt, was los ist, Bruder. Es ist 8 Tage her und du hast immer noch nicht rekalibriert. Du. Deine Puzzle rekalibriert. Du hängst nur außerhalb deiner Station. Was machst du überhaupt? Auf die Lampe schauen. Also, sie ist wirklich cool. Möchtest du auch gucken? Nein! Ich habe keine Zeit dafür. Was ist, wenn ein Mensch hier durchkommt? Ich möchte bereit dafür sein. Ich will derjenige sein. Ich muss derjenige sein. Ich will die Menschen fangen. Dann ich, der große Papyrus, werde alle Sachen bekommen, die ich so sehr möchte. Respekt. Anerkennung. Ich will endlich die Möglichkeit haben, die königliche Garde beizutreten. Leute werden mich fragen, um mein Freund zu werden. Ich werde in K-
Küstenbaden jeden Morgen. Hm. Vielleicht will diese Lampe dir helfen. Sans, du hilfst nicht, du faule Knochen. Ich weiß nicht, was Bundu ist. Alles, was du misst, alles, was du machst, ist hier rumsitzen und nichts tun. Du wirst fauler und fauler, jeden Tag. Hey, nimm's locker. Ich hab eine Tonne von Arbeit zu tun heute. Eine Skeletttonne. Ja. Sans! Komm schon, du bist am Lächeln. Ich bin und ich hasse es. Warum muss jemand so großes wie ich so viel tun, um etwas Anerkennung zu bekommen? Wow. Klingt so, als ob du ziemlich viel für dich selbst arbeiten würdest. Du bist runter zum Knochen. Ich werde mich wieder beim Puzzeln zuordnen. Was mit deiner Arbeit? Als deine Arbeit? Mach ein bisschen Rückknochen. Ach, steck ein bisschen Rückgrat mehr in rein. Hey. Okay, du kannst rauskommen. Du solltest weitergehen. Ja, vielleicht kommt er zurück und wenn er das tut, wirst du noch mehr von meinem witzigen Witzen aushalten müssen. Keine Ahnung. Ich hasse es. Da war das andere viel praktischer. Kann ich mich wirklich dahinter verstecken? Nur ein praktisch geformte. Ja. Hier ist ein Stand, kann ich. Das ist eine Art Checkpoint oder Station. Aber da ist eine Menge Mustard, Ketchup und Rettich drin. Ach so. Warum braucht man Ketchup, Mustard und Rettich? Eigentlich? Hey. Es stört. Ich mag es zwar nicht, dich sorgen zu lassen, aber kannst du mir einen Gefallen tun? Ich war am Nachdenken. Mein Bruder war in letzter Zeit etwas unten. Er hat noch nie einen Mensch davor gesehen. Und dich zu sehen, könnte seinen Tag machen. Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Selbst wenn er es versucht. Danke für 1 Million. Ich will schon mal vorausgehen. Die günstig geformte Lampe füllt sich immer noch mit Entschlossenheit. Safe! Ah ja, 86 Minuten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!